Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn der Beistand kommt, den ich euch vom Vater aus senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, dann wird er Zeugnis für mich ablegen. Und auch ihr sollt Zeugnis ablegen, weil ihr von Anfang an bei mir seid. Das habe ich euch gesagt, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Sie werden euch aus der Synagoge ausstoßen. Ja, es kommt die Stunde, in der jeder, der euch tötet, meint, Gott einen heiligen Dienst zu leisten. Das werden sie tun, weil sie weder den Vater noch mich erkannt haben. Ich habe es euch gesagt, damit ihr, wenn deren Stunde kommt, euch an meine Worte erinnert. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Ein paar Worte zum Evangelium. Der Geist, der Zeugnis ablegt für mich. Der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht. Es ist immer dasselbe und ich habe es schon mehrmals gepredigt, dass wir beheimatet sind im Vater. Das heißt, er ist unser Fundament. Und dass wir unser ganzes Leben von unserer Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, definieren. So wie Jesus uns das geoffenbart hat. Jesus ist gekommen, dass er uns hineinholt in seine Beziehung zum Vater. Das heißt, das steht an erster Stelle. Das ist der Schubumkehr, den wir als Christen machen müssen. Für uns steht, ich sage es ein bisschen überspitzt, ich weiß, dass das in Reinkultur nicht so stimmt, aber es geht nur um das, um klar herauszustellen, worum es mir geht. Für uns ist in erster Linie einmal die Arbeit, das Haus, die Familie, all diese Dinge, die uns wichtig sind in dieser Welt. Und der Herrgott ist sozusagen Mittel zum Zweck. Er soll helfen, dass alles gut geht. Das ist der Geist der Welt. So gesehen unterscheiden wir uns nicht von irgendeiner anderen Religion. Die Moslems beten das genauso. Der springende Punkt für uns ist das, dass erstens einmal Glaube für uns Ehrfurcht vor Gott ist, Beziehung zu Gott. Das heißt, all mein Leben, da ist zuerst einmal die Beziehung zu Gott. Und alles, was in meinem Leben stattfindet, ist zuerst einmal zu seiner Ehre, hingerichtet auf seinen Willen, ausgerichtet auf das, was der Plan Gottes ist. Das Primäre ist er, das andere ist nur Mittel zum Zweck. Ob ich reich bin oder arm, ob ich gesund bin oder krank, ob ich allein bin oder viele um mich habe, jeder in seiner Weise, soll sagen, das lebe zuerst einmal zur Ehre Gottes. Ich möchte danken für das, was ich habe. Und der tiefste Sinn von dem Ganzen ist nicht, dass alles gut geht, dass alles passt, dass ich recht alt wie und dabei gesund bleibe, sondern dass ich alles, was ich tue, ihm widme. Ob ich mich ärgere, weil gerade alles schief geht,
Das sind dann die Prüfungen, wo ich sage, warum geht es da wirklich? Ob alles so rein, wie ich mir es vorstelle oder nicht. Oder ob ich sage, nein, auch in dieser Lebenssituation ist alles auf dich ausgerichtet. Ich lebe auch das zu Ehren Gottes und tue alles dir zu Ehren, so gut wie möglich bewältigen. Ob ich mich von dir allein gelassen fühle oder gesegnet, das ist meine Treue. Versteht ihr den Unterschied im Zugang? Das ändert mein ganzes Selbstverständnis, meine Zufriedenheit, das ändert meinen Blick auf die Welt, mein Denken, Reden und Tun. Und deshalb haben wir auch Christi Himmelfahrt. Er zeigt uns, er geht uns voran. Das Ziel ist Vater im Himmel. So einfach ist es. Letztlich, wenn du arbeitest und rackerst, was bleibt über? Irgendwann einmal gehst du in Pension, irgendwann einmal bist alt und krank und dann kannst du alt als Närmer, was du früher mit Kindern hast. Was sieht man dann? Auf was für ein Fundament, das man steht. Und letztlich glaube ich, der größte Segen für unser Land, für unsere Arbeit, ist das, wenn wir sagen, nein, ich will alles zuerst einmal zu deiner Ehre machen und dein Wille geschehe. Und nachher erst kommt unser tägliches Brot, gib uns heute. Und deshalb haben wir diese Bittstage zu Christi Himmelfahrt, dass uns diese Reihenfolge bewusst wird. Amen.